Attacke! Hat der gar keine geschossen? Die kam nur einen Schuss an. Das wäre auf jeden Fall noch Bier, ja. Exit. Ja, irgendwie ist die Bierstation nicht ganz ertragreich. Dann kann ich noch mal kurz gucken. Oh. Na doch, noch ein kleines, wo ich gerade schon rausgehen, da geht's hier doch mal ein bisschen weiter. Oh, schon wieder. Wie schön. Was ist denn schön? Kakerlaken. Zahnpasta. Noch ein Terminal. Ja, immer mit alles. Dinnergabel und Schnapsglas. Terminal. Daten für Q1. Daten beschädigt. Die Kapitalausgaben für das ganze Jahr werden jetzt schätzungsweise höher als die im Vorjahr, dank Budgetkürzung und einer reduzierten Qualitätskontrolle des Produkts sowie einer Erhöhung der Verhältnisse von Wasser zu Stammwürze. Markenführer hat außerdem erhöhtes Marketing von Bunker Hill Brew bei niedrigsten Einkommensteuer angekündigt, die bekanntermaßen mehr verfügbares Einkommen für Bier und Malzgetränke. Das Produktergebnis wird 2078 voraussichtlich noch einen guten Teil steigen. Toll! Wieso kann ich denn nicht hier weg? Holoband laden? Yeah, ganz viele Flaschen. Boston Bubble. Huh. Weiterer Nebenraum hier. Ja, Bier, Bier, Bier. Richtig hier mitgenommen. Da steht wieder ein Terminal. Wieder Quartalsprognosen, Informationsschalter, Info zur Führung finden halbstündig statt und dauern 5 bis 6 Minuten. Gäste vor dem erhöhten Steg. Ein Blick aus Vogelperspektive. Führung enthält einen Rabatt von $5 für den Souvenirshop und enden mit einer kostenlosen Bierprobe auf dem Parkplatz. Die Temperatur der kostenlosen Probe kann nicht garantiert werden. Preis der Führung 25. Kostenlose Bierprobe $5. Okay. Klingt super. Na, dann machen wir mal ab.
Oh, wir sind in der 100 Meter Range. Flitzen wir mal schnell hin. Oberlandstation. Ich dachte, das sind schon die Raider, aber es sind gar nicht die Raider. Haben die Minutemen dich geschickt? Ja. Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was gibt's für ein Problem? Es gibt da eine Raidergruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Weißt du, wie viele Raider es in etwa sind? Ich weiß nicht. Dieses Mal waren es 3. Aber wer weiß, wie viele sich noch in ihrem Unterschlupf verkrochen haben. Also 10. Okay, da hinten. Habt ihr was Leckeres? Bett. Und Zeug, was man stehlen könnte. Brauche ich aber gar nicht. Aber wir ernten. Das geht, oder? Tattoos. So. Ich bringe euch mal um die Früchte eurer Arbeit. Obwohl es wahrscheinlich eher Gemüse ist, ne? Haha. Was ist das denn für ein Zeichen ist? Interessiert mich. Ich brauche unbedingt so einen Sniper. Was ist das hier für ein Ort? Wow! What the fuck? Rüber! Scheiße, er kriegt mich. Ich muss höher. Jetzt hat er sich verbuggt. Das geschieht dir ganz recht. Ich hätte auch einfach mal eine Shotgun nehmen können, um ein bisschen Munition zu sparen. Aber gut. Alter, was war das für ein Ding? Fiese Map. Vault 81 ist ein Vault? Oh. Das heißt das Zeichen also. Vault Tech. Terminal kaputt. Wie sieht's denn mit meinem Inventar aus? Oh, noch 100 Platz. Ich nehme mal noch ein Stimpack. Vault 81.
Port or remote access ready. Ha. Das so klug ist, da jetzt reinzugehen? Stehen bleiben. Vault 81 Sicherheitsdienst. Ich weiß nicht, wo du den funktionstüchtigen Pip-Boy her hast. Erklärung bitte. Vault 81? Euch gibt es tatsächlich noch? Ja, ziemlich scharfe Beobachtungsgabe. Was ist mit dem Pip-Boy? Ich habe ihn aus Vault 111. Vault 111? Noch nie davon gehört. Und was führt dich hierher nach 81? Ich bin auf der Durchreise. Ich wollte mich nur umsehen. Wirklich? Und das soll ich dir glauben? Oh, Aufseher. Wer ist das, Edwards? Ein Reisender aus dem Commonwealth. Keiner von unseren normalen Händlern. Nun, wenn jemand rein will, kann er es sich verdienen. So wie jeder andere auch. Dann übernehme ich jetzt das Reden. Muss mir das natürlich verdienen. Offizier Edwards hat nur seine Pflicht getan. Ich bin mir sicher, dass du unsere Vorsicht verstehst. Neuankömmlingen schlagen wir gern ein Tauschgeschäft vor. Du hilfst uns, wir helfen dir. Ich bin interessiert. Was braucht ihr denn? Fusionskerne. Genauer gesagt 3 Stück. Wenn du die Fusionskerne holst, lassen wir dich rein. 3 Stück. Oh. Ich mache es. Gut. Du kannst Offizier Edwards über das Intercom kontaktieren, wenn alles erledigt ist. Die Aufgabe ist einfach, aber trotzdem viel Glück. Von denen findet man nicht so viele. Finde Fusionskerne. 2 von 3, ja. Okay, das war Vault 81 bis jetzt. Dafür habe ich diesen Bären abgeschlachtet. Meine Güte. Oh, das ist ja eine riesige Stadt. Und jede Menge Scheißgule. Alter, es sind richtig viele. Mr. Summer? Sumner. Oh oh. Alter. Wie sind das so viele? Radex nehmen oder Rad weg oder wie das heißt. Toll, toll. Tolle Familie wart ihr. Ach, Scheiße, ey. Ganz tolle Familie. Inventar. Hilfsmittel. Red X, Red Away.
Okay, radioaktiv geht weg. Und zwar ganz schön viel. Da muss ich auf jeden Fall vorsichtig sein. Komme ich nicht durch? Dass da ganz hinten entfernt Schüsse. Es klingt so. Raider Balls. Was zum Teufel war das? Geil. Das war doch mal eine Begrüßung. Viel zu wenig Munition habe ich. Da muss ich ja auch gar nicht rein, ne? Die Stadt da jetzt entdeckt eigentlich schon? Ja, habe ich noch nicht entdeckt, das ist blöd. Oder ist das einfach Diamond City? Die Tür ist von der anderen Seite festgekettet. Blöd. Egal, dann laufe ich halt im Zweifel nochmal hin. Trash. Radio Trinity. Hallo. Steht dieses Geschütz da oben. Da steht's gut. Wie viel Zeit hast du? Ja, ich kenne ein paar. Mal überlegen. Vor ein paar Jahren, als ich Klatsch noch nicht kannte, fanden ich und ein paar Freunde einen Jungen auf der Nordseite des Charles. Er war gar nicht so jung, vielleicht 18 oder so. Sind sie denn? Egal. Nach einiger Zeit wurde es dunkel und ich machte ein Feuer. Da hinten. Kein Scherz. Als ich das erste Streichholz ans... Was war? Scheiße, was war das? Eine extrem gute Frage. Warum wird einfach geschossen? Okay, was soll der Scheiß? Wer ist da? Knall sie ab! Knall sie alle ab! Es ist einfach weglaufen soll! Lass mich los! Das ist zu weit. Lass los! Verpiss dich! Hat wieder gut geklappt mit dem Ranschleichen. Dieses Licht, ey. Jetzt noch
geht nicht. Hallo. Simpack. Was ist da sonst noch? Lederrüstung. So. Irgendwann wird dir die Munition ausgehen. Diesen da habe ich nicht getroffen. Warum hat der Hund jetzt wieder die Tür aufgemacht? Wenn man da rein muss. Du gibst nicht auf, was? Klatsch und weg. Stirb endlich! Springmesser, was gibt's hier noch kurz? Impro-Revolvergewehr. Oh Mann, komm zurück, ich hatte gerade voll den Spaß. Ja, wirklich? Gärtelräder-Rüstung, linkes Bein. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Terminal. Nichts mehr zu sehen von ihnen. Erstmal hacken. Oh, ah, ne, 6 Buchstaben. Mist. Ja. Direct. Okay, kein. Across. Kann es Across sein? Ja. Across hat einen Treffer. B. A. R. Ah, Across war dumm. Naja. Das R kann es nicht sein. B. E. D. Okay. Volt. S. Könnte stimmen mit dem S. Hm. Perian. Nee. Was das? Wo ist das? Da auch stimmen mit dem S. Ja, das war blöd. Das Terminal wurde gesperrt. Okay, warten wir kurz. Hey, hey. Wie nah sind die denn? Ella. Ella finde ich gut, glaube ich. Keller. Kein Treffer. Worked. Bin durch. Safe-Steuerung. Terrorisiert, Schließmechanismus deaktiviert. Halt mal kurz die Klappe. Ich hab was gehört. Wo ist der Safe, ist die Frage. Ist er wieder hinter irgendeinem Gerät? Das ist doch scheiße. Scheiße, was war das?
Muss er hier in der Nähe sein, oder nicht? So wie letztens. Da. Ihr habt wegen nichts so einen Alarm gemacht. Was zum Teufel war das? Geh einfach wieder. Hast du das gehört? Haha! Idioten! Merken die bald, dass sie Anführer tot ist. The Clutch. Ja, da wollen wir hin. Du kannst nicht schnell reisen, wenn Feinde in der Nähe sind. Was sind denn Feinde? Ach, der scheiß Turm da oben. So, jetzt aber, ne? Hinten steht sie, die gute Frau. Hast du dich schon um diese Raider kümmern können? Ja, habe ich. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Ach übrigens, wir haben noch mal geredet und wir haben beschlossen. Sprich mit Preston Garvey. Mach ich doch sofort. Immer wieder dahin und gucken, ob ich vielleicht meine Waffen wieder aufwerten kann. Der Teil sieht sehr gefährlich aus. Schläft schon wieder. Lass mich frei. Ach, tut er gar nicht. Ja. Ich habe die Raider erledigt, die die Siedlung bedroht haben, zu der du mich geschickt hast. Die Leute dort haben beschlossen, sich uns anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Irgendwann werden wir wieder stark genug sein, diesen Abschaum endgültig aus dem Commonwealth zu vertreiben. Wie üblich habe ich noch was, um das du dich kümmern könntest. Wir können endlich an mehr als nur das Überleben denken. Wir sind so groß geworden, dass es schwierig ist, die Kommunikation mit allen Siedlungen aufrechtzuerhalten. Das ist ein schönes Problem. Und ich habe auch gleich eine Lösung dafür. Ich glaube, es ist an der Zeit, die Burg zurückzuerobern. Sie war früher das Hauptquartier der Minutemen, lange vor meiner Zeit. Gut befestigt. Zentral gelegen und, was am wichtigsten ist, mit einer starken Funkanlage ausgestattet, mit der wir das gesamte Commonwealth erreichen. Was ist denn mit dieser Burg passiert, wenn sie doch so gut befestigt war? Das war lange vor meiner Zeit. Aber ich habe gehört, dass irgendeine Art Monster aus dem Meer gekommen und das Fort zerstört haben soll. Viele der Anführer wurden in dieser Schlacht getötet und ich schätze, dass niemand das Risiko eingehen wollte, die Burg zurückzuerobern. Ich habe mich immer gefragt, ob der Verlust der Funkanlage der Beginn all unserer Probleme war. Soll ich einen Stoßtrupp in die Nähe der Burg beordern? Ja. Ja, machen wir das. Wir werden etwas die Gegend erkunden und vor der Burg auf dich warten. Wir sehen uns da. Okay. Fängt da mal an, die Wand abzuheben. So.